Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Tomb Raider. Ich musste die letzte Folge etwas jäh unterbrechen. Aber ich hoffe, wir kommen jetzt hier ein bisschen weiter. Das heißt, ich habe die Runde nochmal ganz kurz neu angefangen. Oh, okay, hier kann ich auch ein bisschen Luft schnappen. Was ist das da unten? Und genau, ich habe die Runde nochmal neu angefangen und wir können uns dann einfach nochmal in ein... Oder ich kann mich jetzt in eine neue Runde... Okay, ich habe irgendwas betätigt. Ich weiß, bin gerade nicht sicher, ob ich jetzt länger hätte drücken müssen. Hier sind drei von diesen Dingern. Und das eine leuchtet hell. Habe ich jetzt schon richtig gemacht? Mal gucken. Ich probiere das mal hier. Ob hier das gleiche passiert. Welcher Knopf war das jetzt? Sieht gut aus. Ich gehe noch mal ein bisschen Luft schnappen. Und dann probieren wir es hier unten nochmal. Bei Nummer 3 von 4 nehme ich an. Aber ich will noch mal ganz kurz schauen, was muss ich überhaupt machen. Vermutlich muss ich hier durch. Ich komme hier so ohne weiteres nicht durch, denke ich, weil ich hier Gegensprung habe. Sehe ich das richtig? Okay. Das heißt, ich erwarte, dass, wenn ich jetzt hier alle 4 von den Dingern betätigt habe... Moment, wo sind die 2, die so toll hell leuchten? Hat er aufgehört zu leuchten? Muss ich das nochmal machen? Sag mir nicht, dass ich hier ein Zeitlimit habe, das wäre scheiße. So, und was ist das? Was muss ich auf eine Taste drücken? Diese hier. Okay. Na gut, dann probieren wir es mal, das alles in einem Rutsch zu machen. Und Nummer 4. Komm, die schaffen wir auch noch. Jawohl. Na gut. Dann schnapp mal Luft, liebe Lara. Und der Wasserpegel steigt, oder was passiert hier? Aha, eine neue Statue tut sich auf. So. Der Wasserpegel senkt sich sogar. Interessant. Ah, das ist gut. Denn so der Schwimmfreund bin ich jetzt nicht in solchen Spielen. Ist es das, wofür ich es halte? Und Schuh. Das ist ein Anachronismus. Der gehörte Amanda. Schuhe fallen doch nicht einfach von den Füßen. Er war offen. Ich hätte nie gedacht, dass sie überlebt haben könnte. Ah, wir erinnern uns an die Cutscene, wo die hier runter von den Steinen hier zermatscht wurde. War Lara hier hinter? Kann das sein? Und hat sie jetzt angeguckt, wie sie hier so zerquetscht wurde? Ich glaube schon, ne? So, ich glaube schon. Ich glaube, so war das. Gut, okay. Das heißt, wo müssen wir genau hin? Klingen. Wie war das nochmal? Hat Lara so einen Laufmodus? Es ist schon ein paar Tage her, dass ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Und da musste ich eben nochmal, bevor ich gestartet habe, echt nochmal richtig nachgucken, wie das mit der Steuerung eigentlich so ging. Aber ich glaube, Lara läuft schon. Ich glaube nicht, dass sie noch so eine Art Sprintmodus hat. Aber ich gucke mich hier gerade gerne nochmal ein bisschen um, falls ihr nichts dagegen habt. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, weil Geheimnisse möchte ich ja, oder möchte keiner von uns verpassen, denke ich. So, das Ding hier, es hat sich aufgestellt, hat es dadurch den Wasserfluss, glaube ich, versiegt, ne? Das war so der Sinn und Zweck bei der Sache, denke ich mal. Na gut, dann hier geht's nicht weiter. Wo geht's denn weiter? Müssen wir doch hier durch. Checkpoint! Sounds good. Das ist die Geschichte der letzten Königin von Tiwanaku. Ihr Vater war der König, aber sie wurde von einem Krieger aufgezogen. Als ein Schamane namens Tunupa ihre Herkunft erkannte, wurde sie Königin. Tunupa ist ein anderer Name für Viracocha, ihren Gott der Schöpfung.
Der Schamane brachte sie zum Titicaca-See. Dort gab er ihr seinen Stab. Ein mächtiges Artefakt. Der Sage nach hat Viracocha einst in dem See gelebt. Der Gott der Wasserklosets. Sie brachte ihrem Volk ein Zeitalter des Friedens. Nach Jahren einer weisen und gerechten Regentschaft brach schließlich ein Machtkampf aus. Kurz darauf starb sie und man brachte sie mit einem Boot ins Paradies. Erinnert dich das an etwas? An die König Arthus-Legende. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Arthus? Was hat er damit zu tun? Es ist dieselbe Geschichte. Ein Junge, der seine königliche Herkunft nicht kennt, steigt aus dem Nichts zum König auf. Unterstützt wird er dabei von einem Zauberer mit einem Stab oder einem Schwert. Und nach seinem Tod kommt er dann ins Paradies. Viele Kulturen haben ähnliche Legenden. Die große Flut zum Beispiel, die gibt es auch überall. Ja, an welche Geschichte hast du denn gedacht, frage ich mich gerade. Wie auch immer du heißt, ich habe deinen Namen vergessen am anderen Ende der Leitung. Ich meine, wenn du Lara schon fragst, ob dich das an irgendwas erinnert, das hat sich so angehört, als müsste sie das an irgendetwas erinnern. Weil es ihn an irgendetwas erinnert, aber das scheint ja nicht der Fall gewesen zu sein. Ganz interessant an für sich. Ach so, Moment, warte kurz. Boah, das Ding habe ich auch schon fast vergessen. Moment. Aha. Moment, ich dachte, ich muss jetzt erstmal hier hoch und von da oben aus diesen... das Seil benutzen. Nicht? Oh, ich bin doch gerade hier hochgeklettert. Komm, das sah gut aus. Nochmal. Und? Hallo, ich würde gerne hier hoch. Also, das kann ja wohl nicht sein. Gerade eben hat das auch noch funktioniert. Och, Lara, bitte spring doch mal hier hoch, okay? Okay, willst du nicht. Dann probier's. Geht das hier? Okay, hier geht's. Ah. Okay, so war das also gemeint. Drücken und halten Sie... Moment. Drücken und halten Sie E und drücken Sie in Bewegungstasten oben unten, um hinauf oder runter zu klettern. Ah, okay, Moment. Ich halte das mal. Ich hab's nicht zu Ende gelesen. Okay, naja, wie auch immer. Ich glaube, da gab es dann eh nicht mehr so super viel zu holen da hinten. Außer vielleicht wieder irgendein Secret, wo ich eh nicht dran komme. Was ist das denn? Kann ich auch hochklettern? Sieht ein bisschen so aus, ne? An diesen Köpfen. Wollen wir mal probieren. Ging aber nicht. Schade, ich dachte. Ja, dann halt mal hier. Okay, von hier oben vielleicht. So, also, Moment. Drücken Sie die Bewegungstasten links, rechts, um sich zu drehen. Okay. Aber eins irritiert mich. Drücken Sie die Bewegungstaste oben und unten, um hinauf oder hinunter zu klettern. Warte mal. Ah, okay. Ah, Moment. Okay. Das ist eine sehr, sehr eigene Mechanik, wenn ihr mich fragt. Also wenn ich diese Aktionstaste E drücke, dann kann ich solche Dinge hier machen. Und wenn ich es sein lasse, dann kann ich schwingen. Ach so, und wenn ich ja nochmal Sprung drücke, dann lasse ich los. Ah, so langsam werde ich Freund mit dieser Mechanik. Okay, Erdbeben. Wow, Hilfe, Kontrollpunkt. Ich gehe wieder nach Hause. Tschüss. Nein, okay, wir gehen natürlich weiter. Ah ja, ist ja gut, hier schon auf den schlechten Witzen. Der Boden fällt. Lara verschwindet. Ja, wohin denn? Das ist jetzt ein bisschen doof. Okay, Quicktime-Events. Jawohl!
Hat irgendwie funktioniert. Alles klar. Wo auch immer dieser Pfeil gerade hingezeigt hat. Lara hat's geschafft. Puh, gute Beinarbeit. Danke. Wow, nicht übel hier. Vielleicht solltest du mal den RD-Modus deines Fernglases testen. Du könntest recht haben. Wie ging das nochmal? Was bist denn du? Ah. Und wie zoome ich nochmal? So. Nee, so war das doch nicht gemeint. Probieren wir nochmal. Wenn mich nicht alles täuscht, lässt sich das bewegen. Aha. Ist hier noch mehr? Was war da noch? Irgendwas war da noch. Was denn? Wo denn? Das da? Ach so. Ach, das ist diese Zeichen da unten. Das lässt sich bewegen. Das eine explodiert, das andere lässt sich benutzen. Das eine bewegen, das andere runterfallen oder so. Okay, das lässt sich irgendwie benutzen. Und das da lässt sich auch irgendwie benutzen. Das ist ein Mechanismus. Das auch. Das sowieso. Und das da. Ist das irgendwas Spezielles? Ich habe so viel vergessen. Wie lange ist das her, dass ich gespielt habe? Das ist gar nicht so lange her. Vielleicht 2 Wochen oder so. Aber wie gesagt, wir haben es noch nicht so lange gespielt. Ich weiß gar nicht, welcher Folge sind wir jetzt eigentlich. Naja, probieren wir mal hier unser Schlimmstes. Platten. Kugeln. Vertiefungen. Kugeln in Vertiefungen reinbringen. Das klingt doch fair, oder? So. Wow! Das muss die Leute damals ziemlich beeindruckt haben. Ja, mir geht es ähnlich, Sip. Sip heißt der Typ also. Okay, mir scheint, dass wir irgendwie einen Lichtstrahl durch diesen, durch diese schicke Mütze von dem Windhund hier, bringen müssen, aber... Warte mal. Kann ich das auch überprüfen? Ja, das ist voll cool. Vor allem dann der Kommentar war cool. Oh, cool. Geil. So, das heißt, das Ding haben wir schon mal aufgekriegt. Dann müssen wir das gleiche mit dem und mit dem auch nochmal machen. Aber hier ist eine Treppe, eine Leiter für mehr. Die klettern wir mal hoch. Gucken, was es hier so gibt. Was ist denn das? Guck mal, da hinten im Hintergrund ist irgendwas. Ah, da müssen wir später hin, vermutlich. Ja, okay. Leiter. Sieht nicht so cool aus. Okay. Steck mal wieder die Waffen weg, bitte. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Guck mal, da oben kann man auch hin. Kack. Kann ich denn von hier aus irgendwo hinspringen? Nee, ich kann nur Energie verlieren. Das ist echt nicht gut. Pass auf, ich probiere mal, das Ding hier woanders hinzuschieben. Ja, und schon geht das Licht wieder aus. Aha, okay. Da kommen wir... Das macht natürlich Sinn. Der Schamane der Königin. Ein Stein mit einem Schwert oder in diesem Fall Viracocha Stab. Das ist es. Etwa der gleiche, den wir in Tiwanaku gesehen haben? Es gibt mehr als einen. Aber es ist möglich. Als wäre der Schamane Merlin und der Stab das Schwert von König Arthus. Wie hieß das Ding noch gleich? Reiner Zufall, wenn du mich fragst. Komischer Name für ein Schwert. Okay, gut. Dann haben wir... Also, wenn die Kugel hier ranfällt, dann heben wir das an.
Und wenn die Kugel hier reinfällt, dann machen wir diesen Arm auf. Okay, diese beiden Lichtstrahl... Die Lichtstrahlen, die müssen sich hier in der Mütze kreuzen, denke ich mal. Ah, hier können wir auch hochklettern, sehe ich gerade.